Hey ho, meine Lieben. Heute, wo bleibt mein Engelchen? Machen wir eine Kloßteigpizza. Hallo. Und wo machen wir die? Im Optikgrill. Ganz genau. Das möchte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren, ob es was wird oder nicht. Oder hinterher nur ein Gemansche. Das sehen wir in der kleinen, aber feinen Küche. Als Hacke. So, meine Lieben, dann wären wir hier bei der kleinen, aber feinen Übersicht. Anfangen tun wir hier mit italienischen Kräutern. Nicht mehr von der Marke, wo ich hier drauf war. Das Glas war leer, haben wir wieder aufgefüllt. Kloßteig, halb und halb. Dann haben wir hier noch einen Emmentaler gerieben. Irgendwie muss ich die Kanne noch ein bisschen umstellen. Nee, das muss gehen. So, an Gouda gerieben. Einen Hinterschinken werden wir nachher noch ein bisschen klein schneiden. Und Salami, die werden wir dann auch noch klein schnibbeln. Ja, und ihr seht es, ich habe heute eigentlich nur Produkte, die schon fertig sind. Aus dem einfachen Grund, es soll ja eigentlich ein wirklich schnelles Gericht sein. Deswegen haben wir hier auch eine fertige Pizzasoße. Ja, da hat mich mein Spatzel schon geschimpft, warum wir die nicht selber machen. Aber zu der habe ich dasselbe gesagt wie gerade eben. Dann habe ich hier noch Champignons, die werde ich abgießen und mit den italienischen Kräutern nachher versetzen. Ja, und dazu die Schüssel. Aber wir fangen jetzt erst einmal mit dem Knödelteig an. Oh ja, der ist schon ziemlich genau der Hälfte hier. So. Blopp, hier fliegt alles runter. Ja, geh halt auf hier. Na? So, da schmeißen wir jetzt mal genau die Hälfte hier rein. Komm jetzt raus, du Feigling. Bei mir geht es jetzt erst einmal ums Austesten, wie gut es im Opti-Grill funktioniert oder ob man das nächste Mal im Backofen machen, weil der Pizzateig oder der Knödelteig muss ja erst einmal vorgebacken werden bei ca. 220 Grad und das schauen wir jetzt erst einmal, wie wir das hinkriegen hier drin. Also da habe ich noch keinen genauen Plan, aber das werden wir dann schon sehen. Experimente. Ich liebe Küchenexperimente, Leute. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube schon, gell? Aber ich habe mir das im Gedanken eben durchgespielt. Und deswegen bin ich da jetzt auch guter Hoffnung, dass da die halbe Packung genau für den Opti-Grill ausreicht. Weil eine ganze Packung sollte nämlich für ein Backblech ausreichen. Ich weiß echt nicht, ob ich schon mal eine Kloßteigpizza als Video gemacht habe. Kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nicht mehr. Es kann sein, aber ich weiß es nicht mehr. So, dann noch ein bisschen glatt streichen hier schön. Dass er wirklich halbwegs gleichmäßig ist, der Teig. Tja, und dann in Opti-Grillnei auf 220 Grad und wie lang insgesamt dass der jetzt so im Opti-Grill bleibt, muss ich euch nachher sagen. Ich werde ab und zu mal reingucken und dann sehen wir weiter. Wenn der Teig dann soweit gut ist, stellen wir dann wieder hier rein oder hierher und tun den belegen. Aber jetzt einmal Opti-Grill, den Deckel zu. Na? Geh an, manueller Modus, auf 220 Grad, okay, und jetzt muss er erst vorheizen und in der Zwischenzeit richte ich mir hier mal gleich die Champignons her. Machen wir jetzt mal ohne Unterbrechung. Abgießen, Uhrenvergleich 15:30 Uhr.
Siehst du? So, und hier in die Pilze tue ich jetzt nämlich auch italienische Kräuterin rein, drüber. Und dann sind wir mit den italienischen Kräutern eigentlich schon wieder komplett durch. Jo, genau. Dann werde ich noch den Schinken und die Champignons, Schinken und die Salami ein bisschen kleiner machen, damit wir das dann schön auf die Pizza belegen können. Knödelteig kommt da vorläufig wieder in den Kühlschrank für dann die nächste Runde. Man muss ja nicht auf einmal jetzt so viel essen. Haha, gut. Käse kann ich mir aufmachen. Ja, einfach Vorbereitungen, bis der Teig soweit fertig ist. Aber den da drüben zeige ich euch natürlich auch noch. 5.30 Uhr, der Grill hat soweit aufgeheizt. Teig sieht noch so aus wie am Anfang. Und ich gebe jetzt hier mal 6-7 Minuten ein. Und dann sehen wir weiter. Wow, die ersten 7 Minuten sind schon um. Gefühlt waren es vielleicht 2 oder 3. Und... Ja, wow, meine Brille beschlägt. Ja, ein bisschen brauchen wir noch. Da geben wir jetzt noch mal, nein, nicht höher Temperatur. Wir geben hier jetzt noch mal 4 Minuten dazu. Und dann schauen wir mal, wie der Teig aussieht. Der Boden, haha. Die Minuten verstreichen nur so. Ja, langsam wird der Boden fester, aber ich gebe noch mal 4 Minuten dazu. Das müsste dann definitiv ausreichen. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie lang die Gesamtzeit dann war. Muss man hinterher ausrechnen, wenn man das Video anschaut. So Leute, ich schalte jetzt bloß kurz aus. Ich lasse den Grill offen, nehme die Schale wieder mit rüber. Das war jetzt circa eine Viertelstunde und wir haben da einen recht ansehnlichen Boden. Ja, und dann können wir hier weitermachen. Alles soweit hergerichtet. Ein bisschen Pizzasoße drauf. Ich werde dann den nächsten oder die nächste Pizza, wo ich so mache, experimentell den Boden ein bisschen länger noch drin lassen. Und werde dann am Schluss vom Video definitiv dann noch, ja, ein Stück von der nächsten Pizza dann auch zeigen. So, Pizzasoße verteilen. So, das muss jetzt mal ausreichen. Dann tun wir unten drunter ein bisschen Gouda. Und oben drüber haue ich natürlich auch noch ordentlich Käse nachher. Und dann belegen wir das Teil ganz einfach mit Salami, Schinken, Pilze und oben wieder Käse. Ihr könnt natürlich auf so eine Pizza draufhauen, was ihr möchtet. Man kann auch Ananas draufhauen oder Ei. Oder noch Peperonis. Oder. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
war jetzt Emmentaler. Ein klein bisschen Gouda. Fertig. Tja, Leute, dann gehen wir wieder rüber zum Opti-Grill. So. Wieder hier rein. Deckel zu. Anschalten. Hallo, manueller Modus. Okay. Und hier gehe ich jetzt auf 240 Grad. Und dann sagt das Ding wieder vorheizen. Und da lasse ich sie jetzt so lang drin, wie ich es für richtig halte. Wie sie oder bis sie dann gut ausschaut, bis der Käse schön bräunlich oder leicht bräunlich ist. Da müssen wir halt öfters mal reingucken. Aber ich denke mal, das wird auch so 3 bis 5 Minuten mindestens dauern, wenn fertig aufgeheizt. Aufgeheizt auf 240 Grad plus ca. 2-3 Minuten. Und ich würde sagen, nochmal 1-2 Minuten und dann sollte sie gut sein. Hat man sie überhaupt gesehen? Ja doch, sieht man gut. Muss ich doch selber mal aufs Display wieder gucken. So, dann ein paar Minütchen später. Ausschalten, auf Wiedersehen. Ja, die sieht doch recht gut aus. Dann gehen wir wieder rüber. So. Schau ich mal, dass ich mal hier einen Streifen abmache. Ich möchte natürlich hier in die Form jetzt nicht mit einem Messer oder irgendwas reingehen, sondern nur mit dem Plastikwerkzeug. Aber das werden wir schon irgendwie auseinanderkriegen hier. Da haben wir das Pizzastückchen. So. Tja, Leute. Und dann probieren wir das ganze Teil einmal. Wie es denn so schmeckt insgesamt und sowieso. Wie der Boden ist. Also ich glaube, der Boden ist sehr knödelig. Ab in den Hals, Leute. Mm. Mhm. Mm. Eindeutig Knödelteigpizza. Kommt schon ganz gut. Schnelle Mahlzeit, wenig Arbeit. Optimal für sozusagen einmal schnell nach der Arbeit. Hm. Ich glaube, die Gesamtvorbackzeit von dem Boden waren bei der Pizza jetzt 15 Minuten. Die nächste werde ich dann auf 20 Minuten machen und dann noch mal so ein kleines Probiererle machen mit der nächsten Pizza. Aber so, ja, man kann es sehen, leicht bräunlich ist er und schauen wir mal, ob wir den Boden noch besser hinkriegen. Bis nachher und später zum Gesamtfazit. Mhm. Ich gehe jetzt erstmal meine Knödelpizza essen. So Leute, die nächste Pizza. Der Unterschied war jetzt, ich habe den Boden erst einmal
20 Minuten drin gelassen bei 220 Grad. Dann das ganze Teil doppelt belegt. Oh ja, ja, ja. Und zum Schluss auf 260 Grad hoch. Ja, und auch noch ein klein bisschen länger drin gelassen. Tja. Der Boden sieht auf alle Fälle etwas fester jetzt aus. Ich schneide mir jetzt bloß noch ein Stückchen schnell ab. Ich habe von der letzten noch genug. Die essen wir dann später. Aber ich habe sie halt schon mal gemacht. Und das Fazit müssen wir auch nachher sprechen. So. Es bleibt halt, ja, ein Knödelteigboden. Aber er ist ein bisschen fester geworden. So. Und nach einem leichten Auskühlen lassen, ab in den Hals. Ja. Oder auch gleich um die Schnute verbrennen. Auch habe ich noch über die Tomatensoße oder die Pizzasoße noch ein klein bisschen Salz drüber. Merkt man gleich. Und der Boden ist wirklich etwas fester geworden. Richtig geil. Schreibt es doch in die Kommentare, wie ihr die Pizza machen würdet. Oder ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Und den Teig vielleicht noch länger im Ofen gelassen habt oder so, dass er noch fester wird. Ja. Einfach drunter kommentieren. Wir sehen uns nachher auf alle Fälle nochmal zum Gesamtfazit. Tja, ich sage mal bis nachher und werden wir hier jetzt noch das Eckerl einverleiben und ja, bis nachher. Boah, war das heiß. Boah. Ja, Freunde, dann kommen wir noch zu dem Fazit, aber vorher möchte ich denn noch wissen, wo hast denn du dieses coole Bacon Stripes und Bacon Stripes und Bacon Stripes und ja, T-Shirt her? Aus deinem Schrank. Aus meinem Schrank? Ja. Steht dir gut. Also, Fazit. Die erste Pizza war schon hervorragend. Ja. Aber die zweite war der Boden wirklich fester. Dadurch, dass ich da noch ein bisschen Salz mit drauf habe und doppelt belegt habe, war die noch 10-mal besser. Ja, finde ich auch. Findest du auch? Ja. Gute Idee mit dem Kartoffelknödelteig. Ja. Halb und halb waren's. Richtig. Jo. Kann man machen. Ist ein sehr schnelles Essen, kann man so sagen. Eigentlich keinerlei Vorbereitung nötig. Alles bloß raustun, zusammenbauen und fertig. Also, ich denke, kann man wieder machen im Opti-Grill mit der Grillschale oder wie die heißt, Backschale, sehr gut umzusetzen. Ja, ich bin zufrieden. Und schmeckt wie eine normale Pizza. Ja, ist auf dem Boden. Der Boden. Ein klein bisschen anders. Ganz leicht, ja. Ja, aber lecker. Ja. Nachmachen, ausprobieren und wie ich es gesagt habe, kommentieren, wie ihr den Boden macht, wenn ihr das schon mal gemacht habt. Jo, in dem Sinne sage ich Tschaikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.